Am 79. Breitengrad, nur 800 Kilometer vom Nordpol entfernt, erhebt sich aus dem arktischen Ozean der norwegische Archipel Spitzbergen. Das Land der Trapper und der großen Weite. Hallo Sophie, ihr habt ganz schön Tempo drauf. Ja, die Hunde sind schnell. Wie viele sind es denn? Ich habe hier 8 Hunde. Es ist ein sehr kräftiges Gespann. Kann ich mitfahren? Ja, komm zu mir herum. Der eine Fuß hierhin, der andere hierhin. Kann ich mich hier festhalten? Ja, genau. Okay. Oh, gleich Vollgas. Ich stürze mich in ein Abenteuer in dieser eisigen Wildnis, die seit ihrer Entdeckung im 16. Jahrhundert von Jägern aller Art bewohnt wird. Hallo, ich bin Sophie. Mit meinem Hund Pongo gehe ich auf große Reise. Ich kann nicht sehen, deshalb packe ich die Welt an. Ich will sie fühlen, ich will sie wirklich spüren. Aber vor allem werde ich meine Begegnungen mit Ihnen teilen und Ihnen eine ungewöhnliche Perspektive eröffnen, nämlich durch den Blick der anderen. Bereits beim ersten Schritt auf dem Archipel Spitzbergen überflutet mich seine wilde Ungezähmtheit. Wild und ungezähmt ist auch die 23-jährige Norwegerin Christine, die vor 2 Jahren hierher zog. Mit ihr fahre ich durch die Tundra auf einem Hundeschlitten, dem einzigen Transportmittel hier, bis ins beginnende 20. Jahrhundert. Warum hast du dir diesen Flecken der Erde ausgesucht? Das Leben ist sicher schwer. Man muss auf jeden Fall den Winter mögen. Der dauert hier nämlich 8 Monate. Und lange Nächte. Ja, stimmt. Aber wenn man gerne mit dem Hundeschlitten durch die Wildnis fährt, ist das hier der beste Ort der Welt. Aber du bist noch so jung. Fehlt dir hier nicht manchmal das typische Leben einer jungen Frau? In dem Städtchen Longyearbyen kann man auch ausgehen. Nach einer langen Hundeschlittentour füttert man die Tiere und trifft sich in der Stadt mit Leuten auf ein Bier oder zum Tanzen. Dort leben viele junge Menschen. Ist es richtig, dass die Leute nur für eine gewisse Zeit hierher kommen und dann wieder aufs Festland zurückkehren? Ja, das war schon immer so. Zuerst kamen die Walfänger, dann die Trapper und Walrossjäger. Die Leute bleiben nur eine gewisse Zeit lang, um ihrer Beschäftigung nachzugehen. Das ist keine Gesellschaft, in die man geboren wird und in der man stirbt, sondern man lebt hier einige Jahre und kehrt dann wieder nach Hause zurück. Wie schon die ersten Trapper lebt auch Christine von der Jagd und von den Hundeschlittentouren. Die Trapper waren im 18. und 19. Jahrhundert hier, richtig? Ja, die norwegischen Trapper. Aber davor waren russische Trapper und Walfänger da. Unterschieden sich die russischen von den norwegischen Trappern? Die ersten Trapper kamen aus Russland, die Pomoren. Die Pomoren jagten Walrösser, vor allem wegen der Felle und der Stoßzähne. Als die norwegischen Trapper nach Spitzbergen kamen, war die Walrosspopulation schon so stark dezimiert, dass sie mit der Jagd auf andere Tiere ihren Lebensunterhalt verdienen mussten. Unter den verschiedenen Tieren, die sie jagten, war für sie der Eisbär der wichtigste. Hier haben wir eine Bärenfalle. Spannend! Du kannst sie anfassen. Die ist riesig. Wie funktioniert sie? Ich zeig's dir. Wenn du von vorne durch die Öffnung hineingreifst, kannst du eine kleine Schnur fühlen. Daran wurde ein Stück Robbenfleisch gebunden. Um sie anzulocken. Genau. Der Bär kommt und zieht den Köder an der Schnur heraus. Und hier drinnen, ich mach mal auf, damit du fühlen kannst, hier ist ein Gewehr.
Beim Herausziehen des Köders hat sich der Bär selbst erschossen. Ist das schrecklich? Ja, aber diese Art der Jagd war viel effizienter, als mit dem Gewehr auf Bärensuche zu gehen. Die Falle funktionierte immer, auch in Polarnächten und während der Schneestürme. Heute wird sie aber nicht mehr verwendet? Nein, die Eisbärenjagd wurde 1975 verboten. Damit endete auch die große Trapper-Ära hier oben. Jagst du auch für deinen Bedarf an Fleisch? Ja, klar. Hierher kommt man zum Jagen. Während der Polarnächte natürlich nicht so viel, weil man nichts sieht. Aber sobald es wieder etwas heller wird, kommen die Robben aufs Eis. Dann kann man Robben jagen. Norwegen ist eines der wenigen Länder, in denen die Robbenjagd noch erlaubt ist. Das Fleisch ist teuer. Christine jagt für den Eigenbedarf und für ihre Hunde. Wie jagst du Robben? Schaust du ihnen in die Augen? Nein. Also wenn die Sonne auf das Packeis scheint, legt man sich auf einem Stück Eis auf den Bauch. Man muss sich weiß anziehen und ein weißes Laken mit einem Kuckloch über den Kopf ziehen. Und so robbt man möglichst nahe heran, bis man nahe genug zum Schießen ist. Das ist eine nette Art zu jagen. Das Erste, was die Bewohner auf Spitzbergen lernen, ist der Umgang mit einem Gewehr. Nicht nur für die Jagd, sondern vor allem zum Schutz gegen Eisbärangriffe. Hallo. Benjamin. Wie geht's dir? Danke, gut. Benjamin ist einer der wenigen Franzosen auf dem Archipel. Er ist Polarexpeditionsführer und auch er musste sich der seltsamen Regel beugen. Ich stell dir eine Freundin vor, die mich niemals verlässt. Das ist Josephine, mein Gewehr. Es hat einen Namen? Ja, einfach um es besser in den Griff zu bekommen. Ist es so wichtig, dass du ihm einen Namen gibst? Wir trennen uns nie, nicht einmal im Schlaf. Wirklich? Warum? Weil hier auf Spitzbergen ungefähr 4000 Bären auf 2500 Einwohner kommen. Also fast 2:1. Würden die Bären uns bei lebendigem Leibe fressen? Wir stehen nicht ganz oben auf ihrem Speiseplan, aber auf dem Archipel kommt es im Laufe des Jahres zu einigen Begegnungen. Dann sollte man sich im Notfall verteidigen können. So ist es. Hier einrasten. Du kannst Josephine umhängen, um mit ihr spazieren zu gehen. Ah, den Gurt über die Schulter legen. Ja. So trägt man sie? Genau. Ich komme mir vor wie ein Cowboy. Das ist hier Pflicht. D'accord. Allez. Mit Benjamin und Josephine zusammen sauge ich diese wilde, raue Natur in mir auf. Die Tundra ist ein Schutzraum, in dem der Mensch noch Eindringling bleibt. Vom Sommer ist nicht viel zu spüren. Wir sind dick angezogen, dabei haben wir Mitte Juli. So ist es. Wie viel Grad haben wir? 4, 5? Durch den Wind sind es etwa 4, 5 Grad, ja. Seit wann ist es wieder hell? Seit April? Und wie lange bleibt es hell? Bis Oktober? Also von April bis August geht die Sonne nie ganz unter. Danach werden die Tage wieder kürzer und die Nacht fordert zunehmend ihr Recht ein. Unter diesen klimatischen Extrembedingungen ist die Vegetation eher zurückhaltend. Ist hier im Winter alles mit Schnee und Eis bedeckt? Genau. Die Pflanzen beginnen in der Tat erst mit der Schneeschmelze wieder zu wachsen. Wo versteckt sie sich denn, die berühmte Krautweide? Wenn man darauf geht, spaziert man auf Bäumen. Das ist für dich sicher das erste Mal. Auf jeden Fall. Ich bin zwar schon auf Bäume geklettert, aber noch nie darauf rumgelaufen. Dann gehen wir mal auf die Jagd. Krautweidenjagd ist sicher ungefährlicher als Bärenjagd. Hier. Das ist wirklich ein Baum. Einer der wenigen arktischen Bäume. Den übersieht man bestimmt leicht. Er ist ganz klein. Ja, er wird nicht höher als 10 cm. Dieser winzige Baum ist mit der Trauerweide verwandt. Du wirst staunen. Vor dir liegt ein ganzer Wald. Der hat aber wenig vom Amazonas-Urwald. Auf
Auf der Insel weht dauernd ein Wind. Ja, er erinnert uns ständig an die arktische Kälte und die harten Lebensbedingungen. Liegt es an diesen Lebensbedingungen, dass es hier keine einheimische Bevölkerung gibt? Zum Teil, ja. Spitzbergen wurde erst vor rund 100 Jahren bevölkert. Es gibt also keine Einheimischen mit eigener Kultur, abgesehen von den Tieren, die hier ganzjährig leben. Die wahren Bewohner sind also die Tiere, nicht die Menschen. Genau. Wir sind wie Vögel. Wir ziehen nach einiger Zeit weiter. Die Menschen bleiben nur kurze Zeit auf Spitzbergen und gehen wieder zurück? Ja. Auch wenn Spitzbergen die einzige Region der Welt ohne Ureinwohner ist, werden Besucher sehr gerne empfangen. Seine Nähe zum Nordpol hat Wissenschaftler schon immer angezogen. Kim ist ein schwedischer Meteorologe. Er kam vor 30 Jahren hierher. Für ihn liegt der Schlüssel zum Verständnis des Klimawandels in den Polarregionen. In der Erforschung der Gletscher. Was ist das für ein Krach? Das sind Eisbrocken, die gegen das Boot prallen. Sie brechen vom Gletscher ab und schwimmen auf dem Wasser. Wenn sie gegen das Boot stoßen, spürt und hört man sie. Ist das nicht gefährlich, mit dem Boot gegen die Eisbrocken zu stoßen? Nein, ich vertraue dem Kapitän. Können Sie die Landschaft um uns herum beschreiben? Wir sind von Bergen umgeben. Und zwischen den Bergen ragt direkt vor unserem Boot ein riesiger Gletscher, eine Eiswand empor. Wie hoch ist der Gletscher? Ich bin nicht ganz sicher, aber mindestens 30 Meter oder mehr. Ist der Gletscher im Winter noch größer als im Sommer? Ich könnte mir vorstellen, dass er im Sommer stark schmilzt. Diese Gletscher schmelzen an der Vorderseite. Die Höhe der Gletscher ist im Sommer und im Winter gleich. Aber im Sommer bricht vorne eine Menge Eis ab. Da hört man Eisschollen fallen. Ja, direkt hinter uns. Es klingt wie ein Gewitter. Ja. Die Farben des Gletschers sind wunderschön. Er schimmert bläulich. Bläulich? Ich dachte, Gletscher wären extrem weiß. Eis ist weiß, aber wenn das Licht durch das Eis fällt, absorbieren die Wassermoleküle das rote Licht und lassen nur das Blaue durchdringen. Deshalb erscheint er blau. Aus demselben Grund erscheinen die Ozeane blau. Unglaublich. Okay, es kann losgehen. Da ist ja schon das Boot. Das ging ja leichter als gedacht. Aber aufgepasst, das Wasser hat 2 Grad. So, da wären wir. Wir sind ganz von Gletschern umgeben. Kim will, dass ich die Eisschmelze ganz aus der Nähe erfahre. Sind Gletscher aus Salzwasser? Nein. Gletscher bestehen aus kompaktem Schnee. Durch den Druck der oberen Schneeschichten wird er stark komprimiert und dadurch zu Eis. Er besteht aus Süßwasser. Gletscher sind die größten Süßwasserspeicher der Erde. Hier haben wir eine Eisscholle. Wo ist sie? Ist die groß? Aber Vorsicht! Keine Sorge, ich springe nicht, das ist mir zu kalt.
Wie schön, sowas zu sehen. Wirklich ungewöhnlich. Hören Sie die kleinen Knacklaute? Ja, die höre ich. Zwischen den Schneeschichten ist Luft gefangen. Und wenn sich der Schnee in Eis verwandelt, ist die Luft unter Druck. Da das Eis jetzt schmilzt, bersten die Luftblasen und knallen wie kleine platzende Luftballons. Welches ist Ihre wichtigste Entdeckung? Nun, die wichtigste Entdeckung ist, dass das Eis deutlich schneller schmilzt, als wir dachten. Der Klimawandel vollzieht sich schneller und spürbarer als vor 20 Jahren angenommen. Es wird also schlimmer. Das Eis schmilzt und die Vögel haben den Plastikmüll im Magen, den wir in die Natur geworfen haben. Es ist ein ungutes Gefühl, selbst hier in dieser Abgeschiedenheit die Auswirkungen der industrialisierten Welt zu sehen. Kim hat einen Logenplatz, um die Konsequenzen des menschlichen Einflusses auf das Klima zu beobachten. Außer ihm sind noch zahlreiche Wissenschaftler aus aller Welt hier. China, Korea, Frankreich, Indien und andere Länder haben sogar Dauerstationen hier. Und das nicht erst seit gestern. Rutsch mal rüber, Pongo, los! Wie erklären Sie die hohe Wissenschaftlerdichte auf dem Archipel? Spitzbergen hat eine lange Geschichte der Wissenschaft. Deren Anfänge schrieb der Entdecker Willem Barents. Der Mann, der das Archipel entdeckt hat. Genau. Willem Barents war Holländer. Damals bestand Wissenschaft natürlich hauptsächlich darin, das Territorium zu erkunden. In den vergangenen Jahrzehnten betrieb man hier vor allem Klimaforschung. Warum kommen die Leute hierher? Ist der Ort strategisch gut? Sie lächeln, etwa über meine Frage? Ich lächle, weil die Antwort auf diese Frage gar nicht so leicht ist. Zum einen ist die Gegend besonders geeignet, um Klimaforschung zu betreiben. Aber es bestehen auch über die Wissenschaft hinausgehende Interessen, die die Leute in die Arktis locken. Zum Beispiel? Nun, in der Arktis gibt es strategische Ressourcen. Wie Ölvorkommen? Öl, Gas, ja. Aber auch die Möglichkeit einer Wasserstraße zwischen Europa und Asien durch die Arktis. Deshalb besteht steigendes Interesse an Kenntnissen über die Arktis. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erkennen die Wissenschaftler, dass es unter dem Archipel ein riesiges Kohlevorkommen gibt. Und die ersten Städte werden gebaut. Die Russen haben die heute verlassene Bergbaustadt Pyramiden gegründet. Slava ist einer der letzten Wächter. 3 Monate pro Jahr führt er die wenigen Touristen durch die Relikte der Vergangenheit. Hoppla! Cool! Ich bin gerettet. Naja, fast. Danke. Könnten Sie meinem Hund noch helfen? Danke. Jetzt sind wir alle vereint. So, jetzt kann ich Hallo sagen. Hallo, ich bin Slava. Ich bin Sophie. Freut mich sehr. Mich auch. Wir sind hier ziemlich ab vom Schuss, oder? Ja, weit von jeglicher Zivilisation entfernt. Dafür näher am Nordpol. Lauf, Pongo. Selbst seit die Stadt verlassen ist, hält Russland an seiner Präsenz hier fest, um seine strategische Position im arktischen Ozean zu wahren. Wir nähern uns jetzt einer hohen Stele, auf der Pyramiden steht. Das ist der Name der Stadt, oder? Woher kommt er?
Er ist vom Namen dieses Berges abgeleitet. Sieht er wie eine Pyramide aus? Ja, genau, deshalb wurde die Siedlung Pyramiden genannt. Hier können Sie die heimische Kohle anfassen. Wissen Sie was? Ich hatte noch nie Kohle in der Hand. Sie fühlt sich an wie Stein. Nur wesentlich leichter. Gehen wir weiter? Russen und Norweger stritten sich damals um das Grundeigentum. Deshalb vereinbarte die Völkergemeinschaft im Spitzbergenvertrag, der 1920 in Versailles unterschrieben wurde, allen Unterzeichnerstaaten das Recht auf Bergbau einzuräumen. Kommen wir näher? Ja, Vorsicht, da sind Stufen. Ja, und noch eine und noch eine. Ist das eine Lenin-Statue? Wie groß ist sie? Sie ist ungefähr 3 Meter hoch. Und darauf steht eine Lenin-Büste. Er überwacht die Siedlung und schaut in Richtung Gletscher. Erzählen Sie mir die Geschichte der Siedlung. Zuerst haben die Russen die Mine gekauft. Ja, sie wurde 1927 der schwedischen Kohlegesellschaft abgekauft. Russland brauchte damals dringend Kohle. Gab es in Russland nicht genug? Man ging davon aus, dass Kohle von Spitzbergen günstiger wäre als aus der Ostukraine, da die Transportkosten billiger waren. Ist es nicht seltsam, sich hier anzusiedeln? Es hat etwas von einer Gesellschaft auf einem anderen Planeten. Das Leben drehte sich um den Kohlebergbau. Die Mine wurde 1998 geschlossen und die Stadt in nur 2 Tagen von ihren Einwohnern verlassen. Vorsicht, hier sind kleine Löcher. Hier ist eins. Okay. Entschuldigung. Das macht nichts. Wir sind hier in einem Vogelparadies. Ja, hier ist noch ein Loch. Nähern wir uns schon der Mine? Ja, wir sind gleich beim Mineneingang, dem sogenannten Hauptstollen. Der Einstieg für die Arbeiter war niedrig. Sie setzten sich in einen kleinen Waggon und wurden den Berg hinaufgefahren. Können wir Ihrem Weg ein wenig folgen? Ja. Wissen Sie, ob das eine bedeutende oder eher kleine Mine war? Für Spitzbergen war sie keine besonders große Mine, eher durchschnittlich. Aber sie produzierte genügend Kohle. Die Kohle diente in erster Linie dem Bedarf vor Ort und dann für den Export nach Russland und später nach Portugal und Polen. Ach ja? Dann war es ein gutes Geschäft und das nicht nur für Russland. In der Mine von Pyramiden arbeiteten die besten von der Partei ausgewählten Arbeiter Russlands. Die Warteliste, um in den Genuss dieses Privilegs zu kommen, war lang. Denn die Stadt bot ein kulturelles Angebot, zu dem die sowjetischen Arbeiter in anderen Minenstädten keinen Zugang hatten. Der Raum scheint sehr hoch zu sein, dem Klang nach zu urteilen. Ja, es gibt ein Echo. Genau, und es riecht nach alten Büchern und alten Dingen. Stimmt. Gehen wir nach oben. Slava zeigt mir stolz die alten Bauten mit ihren zahlreichen Zeugnissen der Vergangenheit. Hier scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die Einwohner sind gegangen und haben alles zurückgelassen. Kommen Sie herein. Hier stehen noch einige Instrumente. Russen sind ja bekanntlich gute Musiker. Was sind es für Instrumente? Hier stehen 2 große Balalaikas. Was ist eine Balalaika? Kann ich mal eine halten? Ja, ich gebe Ihnen eine. Die ist ziemlich groß. Leider hat sie keine Saiten mehr. Ah, sie ähnelt einer großen Gitarre. Leider kann man keinen Ton mehr erzeugen. Nur so. Ja, but it's not the sound. Die Minenarbeiter spielten darauf. Stellen wir sie hier hin. Ein Klavier ist auch noch da.
Ein Klavier steht noch da? Ja, und sogar ein Stuhl. Setzen Sie sich. Wo ist der? Ein bisschen weiter vorne. Ich kann nicht so gut spielen. Bricht der Stuhl zusammen? Nein, das geht. Es ist etwas staubig, aber spielen kann man noch darauf. This piano. Unglaublich, dass noch so viele Zeugnisse der Vergangenheit hier sind. Ganz genau. Man kann die Vergangenheit sozusagen berühren. Ja. Vielleicht gibt es ja Geister in der Stadt. Glauben Sie, sie kommen nachts hierher? Das ist gut möglich. Von dieser Reise bleibt mir das verrückte Hundeschlittenrennen durch die Tundra mit der Robbenjägerin Christine in Erinnerung. Die Eisscholle als Symbol der Klimaerwärmung. Und meine Begegnung mit den Zeugnissen der Vergangenheit.